Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Bayerns Erfolg und Zukunftsfähigkeit liegen in der Versöhnung von Tradition und Fortschritt. Deshalb fordern wir Freien Wähler in einem Dringlichkeitsantrag, ortsübliche Geräusche und Gerüche des ländlichen Raums gesetzlich schützen zu lassen. Der Klang von Kuhglocken oder der Duft von frisch gebackenem Brot gehören zu unserem bayerischen Selbstverständnis. Sie machen das Liebenswerte und Menschliche unserer Heimat aus, für das Bayern weltweit bewundert wird. Leider ist das Bewahren solcher bedrohter Kulturgüter keine Selbstverständlichkeit mehr. Denn in den vergangenen Jahren kommt es vermehrt zu Konflikten. Auf der einen Seite stehen die traditionellen Handwerks- und Landwirtschaftsbetriebe, die ortsübliche Gerüche und Geräusche produzieren. Auf der anderen sehen wir zunehmend unversöhnlich neue Anwohnerinnen und Anwohner, denen genau das stinkt und die sich dagegen juristisch wehren. Lass mich dazu etwas feststellen. Bayern ist gastfreundlich und tolerant. Wer aufs Land ziehen, dessen Atmosphäre genießen und sich in unsere Gemeinden integrieren möchte, der ist uns Einheimischen immer herzlichst willkommen. Doch zu unserem Leben auf dem Land gehört eben ganz selbstverständlich auch Kirchturmgeläut, Kuhglocken, Muhen, Mähen, Krähen und Grunzen. Wir Freien Wähler wollen helfen, dass es dabei bleibt, so wie es unser Nachbar Frankreich vorgemacht hat. Seit Anfang vergangenen Jahres gilt dort der gesetzliche Schutz landestypischer Geräusche und Gerüche. Dies wurde im französischen Umweltrecht als sensorisches Kulturerbe verankert. Dabei obliegt es den einzelnen Regionen, welche konkreten Geräusche und Gerüche erfasst werden sollen. Der Bürgerwille wird selbstverständlich berücksichtigt, denn es hat stets eine Abwägung zwischen den Interessen der Anwohner und dem kulturellen Stellenwert der Geräusche und Gerüche stattzufinden. Mit einer entsprechenden Bundesratsinitiative wollen wir nun eine vergleichbare Regelung für Deutschland und Bayern im Bundesemissionsschutzgesetz schaffen. Auf diese Weise soll der Einklang von Tradition und Fortschritt gewahrt werden und zugleich eine gesellschaftliche Spaltung im ländlichen Raum vorgebeugt werden. Das finden neben den Bürgern übrigens auch die Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen Landtagspresse eine dufte Sache. Deshalb unterstützt bitte auch ihr unser Anliegen und erzählt es weiter, denn bis zu einer gesetzlichen Regelung des kulturellen Sinneserbes ist es noch ein gutes Stück Weg. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.